Meine Urgroßmutter hat ihre Koch- und Backrezepte handschriftlich in einem Buch gesammelt. Dieses Buch wollte ich nun gerne digitalisieren. Ich war mir aber nicht sicher, ob ich die Seiten einscannen oder abfotografieren sollte oder gleich den Text abtippen. Kürzlich wurde dann in unserer Bibliothek ein Scan-Tent angeschafft. Man legt dann den Text, den man gerne digitalisieren möchte, in dieses Zelt und durch das Material des Zeltes wird das Umgebungslicht dann erstmal diffus verteilt, sodass man keine Schatten auf dem Text hat. Im Innern des Zeltes gibt es LED-Lampen, die den Text schön ausleuchten. Und obendrauf eine Ablage, auf die man sein Smartphone legen kann. Diese Ablage hat ein Loch, wo man einfach die Kamera platzieren muss. Zum Scan-Tent gibt es auch eine Software, die man entweder so einstellt, dass sie automatisch jedes Mal ein Bild aufnimmt, wenn man die Seite umblättert, oder man kann das auch von Hand machen, so wie ich das hier gemacht habe. Am Ende kann man alle diese Bilder als PDF exportieren. Ich habe dabei erstmal ein paar Fehler gemacht. So habe ich zum Beispiel beim ersten Export vergessen, die Ränder abzuschneiden. Das ließ sich aber einfach korrigieren durch einen zweiten Export. Dann habe ich bei der Aufnahme den Text falsch ausgerichtet, beziehungsweise das Smartphone falsch auf die Ablage gelegt. Dies ließ sich dann auch korrigieren in einem PDF-Bearbeitungsprogramm, wobei man aber darauf achten muss, dass man nicht nur die Ansicht dreht, sondern wirklich den Text. Die Hersteller des Scan-Tents empfehlen dann auch gleich noch eine Software, die handgeschriebene Texte erkennt. Transkribus. Ich kam damit aber erstmal gar nicht zurecht. Ich fand das Programm sehr wenig intuitiv, die Icons sind mickrig, die Fehlermeldungen unverständlich und auch mit der Anleitung konnte ich nicht viel anfangen. Nachdem ich mir ein paar YouTube-Videos angeschaut hatte, ging es dann aber besser. Man liest also sein Dokument in dieses Programm ein und geht dann Seite für Seite durch. Als erstes erkennt das Programm, wo auf der Seite sich der Text befindet und auch welches die untere Linie ist, auf welcher der Text geschrieben ist. Wenn etwas falsch erkannt wird, kann man das von Hand nachkorrigieren. Wenn alles stimmt, kann man die Texterkennung darüber laufen lassen. Hier kann man entweder einen bereits bestehenden Algorithmus wählen oder einen eigenen trainieren. Ich habe einen bestehenden Algorithmus gewählt, die deutsche Handschrift. Dieser Algorithmus erkennt die Schrift meiner Urgroßmutter ganz gut, aber es gibt natürlich auch immer wieder Fehler, die ich dann von Hand nachkorrigiert habe. Trotzdem bleibt die Transkription sehr aufwendig und ich weiß noch nicht, ob ich die gut 140 Doppelseiten am Ende wirklich als Text vorliegen haben werde. Eine Idee von mir war ja auch, ein paar Rezepte meiner Urgroßmutter nachzukochen oder nachzubacken. Da ich im Moment erst bei A wie Auflauf bin, habe ich mit einem Apfelauflauf angefangen. Natürlich wäre es trotzdem spannend, den ganzen Text digital zu haben. Dann wäre er durchsuchbar, also man könnte nach speziellen Rezepten suchen oder man könnte auch Rezeptanalysen vornehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.